Abgeordnete ohne Fraktionszugehörigkeit dürfen am Ende einer Tagesordnung sprechen. Vier gibt es derzeit im Nationalrat. Einer von ihnen ist Rupert Doppler aus Salzburg, früher ein Freiheitlicher. Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, aktuelle Stunde Sicherheit in Österreich und in Europa. Sicherheit ist ganz wichtig für die Menschen und unser Land. Ich habe mir zum Beispiel den letzten Sicherheitsbericht noch einmal genau angesehen. Beruhigend und zufriedenstellend ist diese Entwicklung bei Weitem nicht. Es gab zwar weniger Anzeigen, aber warum weniger Anzeigen? Weil sich viele Firmen sagen, ich mache keine Anzeige mehr, zum Beispiel bei einem Diebstahl, weil es kommt sowieso nichts heraus. Und wenn so ein Diebstahl aufgeklärt wird, der Herr Dieb hat nichts, dann schaut der Geschädigte wieder durch die Finger. Ich erinnere nur an den Traktor Diebstahl in Lungau, Herr Kollege Essl. Die Aufklärungsquote ist zwar etwas gestiegen, liegt bei ca. 44%, aber zufriedenstellend ist das bei Weitem nicht. Im Gegenteil. Eines muss uns klar sein, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben einen Großteil der Arbeitslosigkeit importiert. Wir haben aber auch einen großen Teil der Kriminalität importiert, Frau Kollegin, es ist so. Und hier ist dringend Handlungsbedarf, was die Ausländerkriminalität betrifft. Man braucht nur mit einem Auge in die Gefängnisse sehen, dann weiß man, was los ist. Die Sicherheitskräfte leisten Großartiges. Ein Dankeschön dafür. Es können nicht einmal alle Planstellen bei der Polizei besetzt werden. Die Menschen in Österreich haben ein Recht auf Sicherheit. Die Menschen in Österreich haben ein Recht auf innere und äußere Sicherheit. Und diese EU hat in der Sicherheitsfrage total versagt, vor allem was die Flüchtlingsströme betrifft. Deshalb müssen wir selbst vorsorgen und dazu brauchen wir ausreichend Personal in jeder Hinsicht. Und wer sich bei uns nicht an die Gesetze und an den Rechtsstaat hält, hat bei uns nichts verloren. Denn diese vielen jungen Menschen auf der Galerie brauchen auch noch eine sichere Zukunft. Herzlichen Dank.